side. The pirate crew coming through doing their thing with the king. With the king gonna be Pirate King. Yago, 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 ho, ho. Set sail for One Piece. It's the name of the treasure in the Grand Line. Yago, yago, set sail for One Piece. One Piece. Grand Battle. Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge der One Piece Games Legacy. Und heute schauen wir uns One Piece Grand Battle Rush an, was sowohl der letzte offizielle Grand Battle Titel eigentlich ist, wie aber auch ein Titel, der sehr sehr viel zusammengebracht hat und sehr viele Besonderheiten hatte. Also One Piece Grand Battle Rush ist eigentlich der vierte Grand Battle Titel, denn wir hatten ja Grand Battle 1, 2 und 3 plus Grand Battle Rush, und es ist aber bei uns im Westen erst als One Piece Grand Battle rausgekommen für die PlayStation 2 und das Ganze im Jahr 2005. Es kam früher im Jahr 2005 in Japan raus als One Piece Grand Battle Rush und dann bei uns im Westen dann als One Piece Grand Battle einfach nur, denn dadurch, dass alle anderen Grand Battle Titel nie bei uns rausgekommen sind, war es sozusagen der erste offizielle Grand Battle Titel im Westen. Was eben ein bisschen durcheinander bringen kann, wenn man über diese Titel spricht, denn es ist eigentlich genau derselbe Titel wie Grand Battle Rush in Japan, aber eigentlich auch nicht. Denn damals gab es die Besonderheit, dass One Piece bei uns im Westen noch nicht so weit war. Es war, ich meine, noch nicht mal bis Alabasta gekommen. Oder gerade im Alabaster-Arc, und One Piece Grand Battle Rush ging schon weiter als der Alabaster-Arc. Es ging sogar, glaube ich, sogar bis Skype Island oder bis Skypia. Und das heißt, das bedeutet, dass sie für die, ja, ich sag mal, die westliche Version extrem viel in dem Spiel anpassen mussten. Sie haben Charaktere rausgenommen, sowas wie Captain Foxy, wie Enel. Sie haben Outfits rausgenommen und auch Biografien verändert. Denn sowohl Chopper wie auch Robin waren, oder Nico Robin, waren halt noch nicht Teil der Strohhutbande. Und deswegen in diesem Spiel mussten sie das so darstellen, als wären sie noch nicht Teil davon. Deswegen ist zum Beispiel für Robin nur ein Outfit gibt, wovon es eigentlich mehrere gibt. Und das ist ihr Mrs. Sunday Outfit, wo sie auch noch mit Sir Crocodile zusammengearbeitet hat. Und in diesem Sinne wurde sehr, sehr viel verändert. Und was ich schon krass finde, was einfach auch zeigt, wie krass der Unterschied damals im Anime-Bereich zwischen, ja, dem, was wir schon kannten, was wir noch nicht kennen konnten, was das für Marketing Auswirkungen hatte und sogar auf die Auswirkungen auf dem Spiel. Dass ein Spiel so krass gecuttert wurde, weil es wurden Charaktere rausgenommen, es wurden sehr, sehr viele, ja, ich sag mal, Informationen rausgenommen, Interaktionen, Outfits und ähnliches, weil die Leute im Westen halt noch nicht wussten, dass das kommt und es auch noch nicht wissen sollten. Heutzutage haben wir Dualcast oder Simulcast, wir wissen sofort, wenn es eine Story in Japan rauskommt, wie sie hier, wir haben alle Informationen hier. Ich sag mal, One Piece ist wirklich das beste Beispiel, gerade mit dem ganzen neuen Arc, der direkt in Japan und bei uns auch rauskommt, dann auf Englisch mit Untertiteln und ähnliches. Also, ihr müsst bedenken, das hat sehr, sehr viel des Spiels ausgemacht, weil es eigentlich so eine Kombination aus unterschiedlichen interessanten, ja, Sachen war. Aber das war eigentlich genug gelabert. Wir gucken uns das Ganze an, denn zum Gameplay gibt es nicht so viel zu sagen, denn es ist einfach so ein typischer Grand Battle Titel, wie wir ihn uns schon angeschaut haben, und es war der letzte offizielle, wie ich schon gesagt habe. Es gab 2014 nochmal einen Titel, und das ist ein Grand Battle X, meine ich, oder Super Grand Battle X für den Nintendo 3DS. Den werden wir uns auch noch anschauen. Aber so als Konsolen-Hauptline-Titel war das wirklich mit der vierte Teil, der letzte Teil, und wir gehen einfach mal ins Gameplay rein. So, wir sind ausnahmsweise jetzt sogar nochmal im Intro, denn dieses Intro war schon was Besonderes, denn es ist auch für uns angepasst worden. Ich meine, es war 4Kids, der Kanal, der damals die offiziellen Rechte an One Piece hatte, an der Ausstrahlung im Westen, gerade in Nordamerika. Und weil das Intro von One Piece Grand Battle Rush eigentlich viel mehr gezeigt hat, als das, was bis dato eben im Westen bekannt war, haben sie einfach diesen 4Kids Rap, den es am Anfang von Luffy oder von One Piece gab, damals in der 4Kids Fassung, haben sie den hier einfach mit reingeknallt, weil sie eben nicht so viel des Spiels zeigen konnten. Also das hört man jetzt halt ein bisschen im Hintergrund, aber wegen Copyright Claims machen wir es jetzt einfach mal weg. Also Shonen Jumps One Piece Grand Battle. Und eine Sache, die ich nicht wusste, und so wie es aussieht, ist das halt auch der 4Kids, die 4Kids-Synchro, die ich unglaublich schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ihr könnt mir auch gerne unten reinschreiben, ob ihr Bock habt, dass ich auch mal die japanische Version zeige, weil dann sehen wir tatsächlich die krassen Unterschiede, was Charaktere und sowas angeht, auch wenn wir vielleicht dann nicht alles verstehen. Also wir haben hier einen Grand-Battle-Modus, das ist eine Art
einfach reingehen und Kämpfe machen. Story-Modus, wo man 5 Kämpfe mit einem Charakter macht. Das machen wir gleich ein bisschen. Minigames sind ganz interessant, denn auch hier gab es viele Veränderungen. Bei den Minigames geht man jetzt hin und man sieht zum Beispiel hier ist es Usopps Piraten-Challenge. Also man kämpft gegen Usopp und seine Piratenbande, also kämpfende Hinsicht. Man bekommt Sachen, die man machen muss. In der offiziellen Fassung war es Captain Foxy und nicht Usopp bzw. Lysopp. Aber dadurch, dass es hier eben noch nicht so weit war, musste man das ändern. Grand Tourney ist, glaube ich, ja, Multiplayer-Battle, dann gibt es einen Training-Modus, einen Treasure-Modus, One-Piece-Art, was ich auch ganz cool finde, und die Option. Wir gehen aber in den Story-Modus und ich meine, es sind 3 Charaktere weniger bei uns. Ich habe noch nicht 2 freigeschaltet, aber was ihr schon sehen könnt, Chaser war der von 4Kids die erste Übersetzung für Smoker. Dann haben wir Zollo anstatt Zorro, was ich super krass finde. Ja, Monkey D. Luffy, Sanji, Sawtooth Arlong, Usopp, Nami, dann haben wir Don Krieg, Captain Kuro und Buggy der Clown. Es gab noch ein paar Charaktere, die spielbar waren. Ich bin mir aber gar nicht sicher, welche Charaktere tatsächlich bei uns auch spielbar waren. Und ihr seht, in den Story-Modus können wir aktuell nur die Stroh- und Bande von damals nutzen. Und wir gehen natürlich mit Zorro rein. Man kann auch einen Assist nutzen. Ich nehme mal Johnny, den kennt man auch. Und wir spielen das Ganze auf... Auf normal habe ich es schon einmal durchgemacht. So, dann sieht man hier, man hat so eine kleine Intro. Wo man erklärt wird, okay, was macht der Charakter? Und bei Zorro wissen wir ja, kämpfen mit 3 Schwertern, will der beste Schwertmann der Welt werden. Und vom Gameplay her ist Grand Battle Rush eigentlich genau das, was wir von den Grand Battle-Titeln kennen, in der 3D, also jetzt in 3D-Arealen. Und ihr hört es auch, es ist das erste Mal komplett voll vertont. Und da muss ich sagen, ich finde die Synchronsprecher richtig schlecht. Ich habe One Piece auf Englisch nie gesehen, sondern nur auf Japanisch. Und auf Deutsch habe ich es, glaube ich, am Anfang mal gesehen, wo ich ein bisschen jünger war, aber ich bin dann irgendwann bei Japanisch einfach hängen geblieben, weil ich es ziemlich cool finde. Und es gibt einfach mal so ein paar Interaktionen. Und es ist wie gewohnt also viereckes Grab. Das heißt, ich kann zum Beispiel das hier nehmen und auf Nami zuwerfen oder auch nicht. R1 ist blocken. Nee, Quatsch, doch. R1 ist blocken. R1 und nix habe ich jetzt so eine neue Attacke, womit ich zum Gegner zum Beispiel kommen kann. Oder R1 und Kreis, denn Kreis ist zuschlagen und X ist auch zuschlagen. Und man kann halt, wenn ich jetzt zweimal X und zum Beispiel Kreis drücke, mache ich bestimmte Attacken. Und man kann halt somit und Dreiecke springen. Man kann halt sehr, sehr viele Sachen halt mit der Zeit machen. Und es gibt natürlich auch noch die super Spezialattacken, die mit man mit L1 und bestimmten. Und bestimmten Tasteneingaben machen kann. Und das mache ich jetzt mal. Mal sehen, ob ich das noch kann. Oh ja, jetzt bin ich verwirrt. Und ihr seht, hier ist halt extrem viel los in den Arenen. Das ist neu gewesen. Und tschüss. Okay, was war das? Ich glaube so. Ja, ich muss sie aber damit treffen, damit es tatsächlich auch aktiviert. Und sie ist gleich down. Okay. Ah, falscher Knopf. Ich gucke gerade. Ah, ich will nicht, ich will gerade. Ja, die muss näher dran sein. Komm her. Ah, nein, das war's fast. Okay, dann nochmal. Komm her. Auch nicht. Ich verliere den Scheiß noch wegen. Jetzt aber. Nein, okay, wir machen es jetzt. Jetzt will sie es machen. Hm? Ja, sie trifft mich damit. Ah, okay. Es gibt ja auch andere Attacken. Und sie ist da gerade von irgendwas getroffen worden. Okay, ich habe die ganze Zeit versucht, meine Super-Attacken zu machen. Deswegen war es vielleicht nicht ganz so gut. Wir machen gleich mal einen anderen Kampf. Aber letztendlich, ihr seht, es ist wie jeder andere Grand Battle-Titel. 3D-Arenen, unglaublich viele Sachen, die da drin sind. Man kann super Attacken machen. Jetzt gibt es halt so ein bisschen Story dazwischen. Aber die Story ist keine zusammenhängende Story, sondern ich hatte sie halt schon einmal durchgespielt mit Zorro, um ein bisschen reinzukommen. Man spielt jetzt die ganze Zeit tatsächlich gegen den unterschiedlichen Charakteren der Strohhutbande und dann ist es so ein bisschen zwischeneinander gelabert, aber nichts, was wirklich eine Story wäre. So, mal sehen, ob wir jetzt mal... Wir wissen sich zumindest in die richtige Richtung. So. Wie war das nochmal? So, ja. Mit L1 und zum Beispiel 2x3 kann man seinen Assist-Charakter rausholen. Und ich habe gerade keine Ahnung, was hier gerade los ist, weil Jeff auch die ganze Zeit rumläuft. Und ich bin gerade mega langsam, warum auch immer. Ich glaube, ich habe Öl. Ja. Wir grabben dich.
Und Sanji kann nichts anderes außer springen. Also machen wir jetzt mal hier. Ja, das ist zum Beispiel meine Level 1. Wo ich verschiedene Attacken einfach hintereinander mache. Er ist auch wieder von irgendwas getroffen worden, was von oben gekommen ist. Das ist gerade sehr verwirrend. Ich muss auch sagen, also die Regeneffekte sind okay. Die 3D-Modelle sind deutlich besser als im letzten Teil noch. Und es ist, es fühlt sich auch ein bisschen besser an vom Spielen her. Was ich meine ist, es ist halt nicht so träge. Aber es kann zum Teil extrem verwirrend sein, was da los ist. Also ihr müsst auch Obst... Oh Gott, diese Map scheint gerade... Wobei, nein, die ist doch gut. Okay, dann nicht. Nein. Tschüss, Lysop. Kommst du wieder ran? Ja. Tschüss, Lysop. Was ist das? Lysop, was ist bei dir los? Also, letztes Mal war es auf jeden Fall eine... War es eine andere Map? Und tschüss. Okay, oder auch nicht. Warum bin ich gerade verwirrt? Okay, ich weiß, was ich machen muss. Nein! Oh, Junge! Der kommt nicht näher ran. Ich versuche die ganze Zeit meine Level 3 zu treffen. Aber wenn du das nicht möchtest... Wo bist du denn? Oh, der ist schon tot. Oh Gott, ich versuche es die ganze Zeit, aber irgendwie will das jetzt nicht so. Aber ihr merkt, es ist langsam, ich war jetzt auf normal, noch nicht mal auf easy, ne? Also besonders schwer ist es nicht. Wobei, der letzte Gegner, den ich letztes Mal hatte, war Buggy der Clown. Und ich bin mir nicht sicher, ob es der wieder ist. Und der war richtig übel. Also, naja, hier muss ich mir, also so kleine Minispiele zwischendurch, muss hier boxen. Und... Wie viel muss ich machen? 150? Krieg ich hin. Glaube ich jedenfalls. Jawohl. Das war aber ein bisschen knapper, wie gedacht. Habe ich letztes Mal aber tatsächlich nicht geschafft. Win! Ach, mein Chibi-Zorro. 36 Sekunden. Rodonazzolo. Zorro klingt einfach so falsch. Ich glaube, selbst auf Englisch sagen sie Zorro. So, jetzt machen wir noch den Kampf gegen Luffy und dann soll das gewesen sein. Wir wollen den oder machen wir immer? Wir machen alle fünf. Ah, okay, das war der Don Creek Stage. Aber ich muss sagen, die Stages sind immer noch sehr gut. Man hat halt Jeff da hinten, die bewegen sich. Tschüss. Jupp. Das war zu viel. Ja, oh, sind wir beide runtergefallen. Warte mal, er greift mich jetzt bestimmt an. Komm her. Nein! Jawohl, endlich. Das ist jetzt meine Level 3 sozusagen, also die ultimative Attacke. Der erste Hit muss treffen und dann sieht es ungefähr so aus. Das macht aber gar nicht so viel Schaden. Und jetzt muss ich sozusagen Obst einsammeln, um noch weitere machen zu können. Deswegen, oh, das ist ein Grab oder sowas gewesen? Ja. Wie war... Ist das meins? Ja. Yep, das ist ja zum Beispiel meine andere Level 1, womit ich angreifen kann. Aber zu viel Schaden gemacht und damit ist Luffy down. Und dann habe ich noch eine und das ist der 180 Pfund Phoenix, wo ich halt eine Fernkampfattacke mache mit Zorro. Es ist immer noch bei diesem Spiel, dass jeder Charakter eigene Kombos, eigene Spezialattacken hat. Und das muss ich sagen, haben sie richtig gut umgesetzt. Auch wenn ich verstehe, warum es keinen weiteren Teil gab. Denn sie hätten jetzt, also es ist halt nicht so eine große Spieler, also Charakterauswahl. Und das finde ich sehr schade. So, und Buggy ist ein Arsch.
Der gefällt mir nämlich gar nicht. Ich hole mir gleich meine Assist raus. Ich weiß nicht, wo der Nachteil ist. Er blockt nämlich alles. Und ist ein idiotischer Fernkämpfer. Und ich bin zur falschen Seite. Ja, ich block wieder zur falschen Seite. Oder bei mir ist es gerade verwirrt. Ah, okay, wie war denn mein anderer? Ich glaube... Nein. Ja, das ist jetzt meine Fernkampfattacke. In der Hinsicht hat er aber nicht... Nein, nein. Ah, wie ich dich hasse. Oh, guck mal. Warum kann ich mich nicht schneller bewegen? Was ist da los? Okay. So. Oh, das war die falsche Sache. Ah, ja, dadurch. Und ich weiß nicht, warum ich mich gerade so langsam bewege. Eigentlich ist es schon ein bisschen schneller. Das ist jetzt sein Last Breath. Ja, aber er ist tot. Okay, der fährt auch nicht so schwer. Letztes Mal hatte ich mehr Probleme damit. Gerade weil seine Attacken die ganze Zeit so auf Fernkampf sind und man mit Zorro sonst nicht reinkommt. Aber so, dass Zorro so hier und langsam bewegt, ich glaube, das liegt gerade ein bisschen an meinem Controller und nicht tatsächlich an ihm. Aber das soll es gewesen sein. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Story-Modus gewesen. Man bekommt am Ende so eine ganz kleine Cutscene. Ne? Ich werde nicht verlieren. Und das war's. Damit hat man den Stories-Modus durch. Ich sage ja, gameplay-mäßig macht es Spaß, aber es ist auch eins wieder eins dieser Titel, wo ich sage, ja, eher dann mit Freunden zusammen im Local Multiplayer. Damals, denn damals gab es ja diese ganze Online-Spielmodi und so weiter noch nicht. Aber kommen wir erst einmal zum Fazit. So, und das war One Piece Grand Battle Rush oder wie es bei uns hieß, One Piece Grand Battle. Einfach so. Ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, ob ihr euch oder ob ich euch mal One Piece Grand Battle Rush zeigen soll. Das heißt, die eigentlich ungeschnittene japanische Fassung. Denn das ist eine Sache, die ich echt super interessant finde. Dass es damals so krass war, dass ich Spiele so stark geschnitten haben wie One Piece Grand Battle Rush, damit es eben für den westlichen Markt noch passt. Und man merkt das dem Spiel schon ein bisschen an. Weniger Charaktere, ein paar Sachen passen nicht zusammen. Diese 4Kids, Voice-Overs finde ich ganz, ganz schlimm, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich eben nicht damit groß geworden bin und deswegen die Stimmen einfach falsch klingen. Aber ich muss sagen, vom Gameplay her ist es ein Spiel, was es durchaus Spaß machen kann, aber doch eher kurzfristigen Vergnügen bringt. Denn ihr habt gemerkt, ich habe einen Story-Modus für einen Charakter und aktuell konnte ich mit 5 nur den Story-Modus machen, in noch nicht mal 10 Minuten durchbekommen. Das heißt, wenn man ein bisschen Charaktere sich auskennt, ein bisschen Kombos sich anschaut, sollte man das eigentlich relativ einfach schaffen. In dem Sinne bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare und Meinungen. Freue mich natürlich auch, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, falls euch diese Videos und diese Reihen gefallen. Und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder einen von den Legacy Playlists anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games.